Powered by Unity. Und welches Spiel spielen wir heute? Ja, es ist Brothers Productions. Ein bisschen laut ist es schon. B37. Und es fängt schon an. Es ist Maze. Ich habe mir dieses Spiel erst jetzt geholt. Es ist ein weiteres Indie-Horror-Spiel, das es eigentlich ziemlich in sich haben sollte. Und ja, ich habe es erst jetzt runtergeladen. Ich weiß also nicht, was mich hier erwartet. Press any key to start. Es muss... Oh, ich sehe fast gar nichts. Okay, es fängt jetzt schon an. Ich drücke... kann ich irgendwas machen? Ah, okay, mit E. Starte ich die Karte. Jetzt warte mal, hä? Ach, was ist die Karte? Ach, scheiße, was ist das denn? Ich muss hier, glaube ich, irgendeinen Ausgang finden oder so. Also, wenn das jetzt unser Ausgang ist, na dann Mahlzeit. Ne? Das Ganze hier umgehen. Ach, verdammt, kann ich sonst noch was so machen? Ah. Okay, ich kann Kreuze setzen. Mit der linken Maustaste. Rechten meine ich. Schalte ich das Licht an und aus. Oh Mann, das flackert so scheiße. Finde ich eigentlich nicht ganz gut. Ansonsten kann ich nicht sprinten. Ich kann nur langsam gehen. Okay. Ja. Wie soll ich denn jetzt hier weitergehen? Okay, ich renne einfach nur mal drauf los. Und. Hallo? Wieso ist mir jetzt mein Licht ausgegangen? Also. Oh, no! Ach du Scheiße! Was war das jetzt? Ich habe keine Ahnung. Press E to map. Okay, jetzt bin ich hier bei der Abzweigung. Nach links geht's ins Nichts. Nach rechts muss ich jetzt. Okay, ein bisschen kann man sich schon dran orientieren. Wow! Was? 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 Das war jetzt gerade komisch. Okay, ich habe Angst. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich gehe einfach nur mal drauf los. Da ist nichts. Da sind wir schon im Nichts gelandet. Ja, was? Ja, super. Ich brauche irgendwelche Kombinationen. Ach, das ist ja super. Hier ist auch nichts. Ja, was war denn das vorhin? Ich habe keine Ahnung. Okay, ich weiß jetzt auch nicht mehr, wo ich bin. Die Karte nutzt mir jetzt sowas von gar nichts. Bis jetzt taucht auch nichts auf. Spektakuläres. Ich kann zwar die... Ein Mädchen. Das ist ungefähr sowas wie ein Haarausfall hat. Bist du deswegen... Hä? Ihr willst mich verarschen? Hä? Na, was ist das denn? Eine Disco hier. Ich weiß, das ist ja definitiv eine Tür, aber... Hä? So, dass sie das da eingebaut haben, das kommt mir eher nicht so toll vor. Hallo? Das Licht geht manchmal von selber aus. Ich kann auch ein paar Kreuze setzen, damit ich weiß, wo ich war. Langsam wirst du alt. Mich zu erschrecken. Obwohl, ich bin heute nicht mehr so ganz so laut zu erschrecken, weil ich bin müde. Ich habe heute von früh bis spät gearbeitet. Also von 6.45 Uhr bis 7 Uhr abends. Aber natürlich auch noch ein bisschen Mittagspause gehabt. Ah, es laggt. Das ist schon mal gut. Aber das ist Fraps Schuld, nicht meine Schuld. Obwohl ich alles so ziemlich... Wie alles in diesem Programm...
auf meine Computer geschlossen habe, macht sich Fraps mal wieder keine Sorgen um meine Aufnahme. Ne? Er sagt einfach, ach komm, ich lasse ihn mal aufnehmen. Dabei ruckel ich ein bisschen. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt überhaupt tun muss oder so großartiges. Hebst. Es sieht aus, als wäre das schon wieder irgend so eine Tür. What the hell? Was? Was ist das? Was zum Teufel? Oh Gott, ich habe Angst. Was ist das? Oh Gott. Da habe ich Gänsehaut, Mann. Wo ich das gesehen... Wo ich das hier gesehen habe. Oh Mann. Ich mag solche Erscheinungen mit Geistern nicht. Jetzt muss ich hier überall in meinem Arbeitszimmer gucken, ob da irgendwas ist. Beziehungsweise mein Schlafzimmer, was auch mein Arbeitszimmer ist. Oh Gott. So, Leute, da bin ich wieder. Ich bin wieder am Anfang, wie ihr es merkt, weil ich habe aus Versehen auf Escape gedrückt. Und da hat sich das Programm geschlossen. Also sehr schick. Ja, was ist das? Also, da sieht man nichts anderes als die Dunkelheit. Und natürlich das Labyrinth und ein paar Geistererscheinungen. Oh ja. Das ist irgendwie ein komischer Sound. Ich weiß nicht. Oh, es ruckelt wieder. Naja. Ja, es ist halt nichts Besonderes. Also, es gibt viel bessere Indie-Horror-Spiele. Dieses ist es definitiv nicht. Weil ich hasse Labyrinthe. Ich kann... Also, kennt ihr das so, wenn in Zeitschriften irgendwelche Labyrinthe sind? Da müssen wir halt in der Schule immer diese Labyrinthe ausmalen und... Ja, ausmalen. Was heißt denn ausmalen? Den Weg wieder rausfinden. Obwohl der Labyrinth so einfach war. Ich habe es nie hinbekommen. Ich weiß nicht. Ich bin so ein Labyrinth-Fetischist. Ich kann das einfach nicht. Ich habe keinen Überblick darauf. Ja, jetzt kann ich eigentlich nicht viel reden, weil ich hier konzentriert bin. Ich weiß überhaupt gar nicht, was ich mache. Ne? Ich bin wieder beim Anfang, ja super. Ich wette, gleich kommt wieder dieses Mädchen. Wie es gerade so lustig ist. Okay, jetzt Angst einjagen tun sie mir nicht, weil ich jetzt weiß, was kommt. Natürlich diese Geistererscheinung, was da war, weil ich immer noch ein bisschen Gänsehaut davon habe. Ich muss mich immer wieder mal in mein Zimmer umgucken, ob da nicht irgendwas ist. Ja, ich bin so wie ein kleines Kind. Ich bin zwar 17 Jahre alt, aber... Okay, da ist wieder dieser Code. Der nutzt mir aber so gut wie gar nichts. Okay, da ist nichts. Ich wette, jetzt kommt wieder was. Oder wieder diese fette Geistererscheinung. Nee? Gar nichts? Okay. Dann ist hier halt nichts. Und vor allem, dass ich noch so spät diese Indie-Horror-Spiele spiele. Es ist jetzt gerade 10:30 nachts. Und ich muss auch noch Devil May Cry aufnehmen, also... Hallo? Aber nicht, dass da jetzt wieder was kommt, ne? Nee. Ich nehme echt diese... Easter Egg! Was zum Glück? Oh mein Gott. Was? Was war das denn jetzt? Das ist ja voll unpassend, ey. So in einem Horrorspiel, Mann. Oh.
hat man Lachen. Was ist das denn? Level 1 von 3? Es gibt also 3 Level. Wieso ist hier so ein großer Raum? Blut! Hatte ich gar nicht mal bemerkt. Oh mein Gott, was war das denn für ein bescheuertes Easter Egg, bitte? Oh Mann. Ich habe mich tot gelacht, ey. Oh mein Gott. Komisch, dass ich mal in so einem Indie-Horror-Spiel lachen muss. Easter Egg. Das sind vielleicht die Producer gewesen, die dieses Spiel produziert haben. Auf jeden Fall, Leute. Ich werde hier erstmals Schluss machen in diesem Part. Und wir werden nun in diesem Part, in diesem Spiel, sage ich. Weil ich habe keinen Bock mehr. Ich mag Labyrinthe nicht. Und das war's. Ich hätte gedacht, dass es wirklich gut wird. Ja, okay, in sich hat das Spiel schon. Ich weiß jetzt nicht, was es noch weiteres gibt. Bis jetzt haben wir nur diese komische Erscheinung da oben und dieses Mädchen nur gesehen. Aber, naja. Also, Leute, wir sehen uns beim nächsten Indie-Horror-Projekt wieder. Es war ein bisschen komisch. Ein bisschen nicht so schreckhaft, aber es war trotzdem ein Indie-Horror-Spiel auch nicht gerade so lang. Natürlich, Leute, aber dafür gibt es mal wieder eine fette Ladung der Curse of Blackwater am Sonntag. Also morgen, genau gesagt. Oder lade ich Samstag Curse of Blackwater hoch oder das eine halt ja am Sonntag. Mal sehen. Wow. Das hat mich erschreckt. Aber egal. Ja, Leute. Also, ich sage jetzt mal ciao.